Bevor wir starten, beten wir noch zusammen. Ja? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Abend hier zusammenkommen dürfen, um über dein Wort nachzudenken, dass du uns die Ruhe gibst und die Zeit. Bitten dich auch, dass du unsere Gedanken wach machst, uns auch ruhig machst von dem, was wir heute erlebt haben am Tag, und dass wir uns konzentrieren können auf dich und auf dein Wort, auf dein Reden, Herr. Was für ein gutes Wort hast du uns gegeben, Herr, wo alles wahr geworden ist und noch wahr werden wird, was in deinem Wort steht. Danke, dass wir dein Wort, die Bibel, haben dürfen und lesen können und dich kennenlernen dürfen darin und froh werden dürfen, ruhig werden dürfen, zuversichtlich sein dürfen, mutig sein dürfen, gerade auch in so Zeiten wie heute. So bitten wir dich, dass du unter uns bist, Herr, uns dein Wort schenkst durch deinen Geist und dass du redest zu uns, dass wir hören, verstehen und glauben können in dir. Amen. Ja, die 70 Jahrwochen, die wollten wir uns heute angucken. Ist auch ein bisschen anspruchsvoll heute. Ich blätter mal schnell weiter. Wir steigen einfach mal so ins Thema ein. Wer hat denn schon mal von den 70 Jahrwochen gehört? Gut. Bitte? Ja, ja, haben wir auch mal ein bisschen was gemacht. Ein Video habe ich auch mal gemacht darüber. Und hat mich sehr beschäftigt. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wo die stehen, wie man die allgemein auslegt, wo die Schwächen sind der Auslegung, die wir so kennen heute, die man hört in der evangelikalen Welt. Könnt ihr überall hören. Zeige ich euch erst. Und dann zeige ich euch ein paar Schwachpunkte. Könnt ihr ein bisschen mitrechnen, könnt euch eure Meinung machen drüber. Und zum Schluss stelle ich euch ein Modell vor, von dem ich glaube, dass das besser passt als das, was so landläufig gezeigt wird. Ja? Ich nehme euch da so ein bisschen mit auf so eine kleine Reise. Von der Bibel her geht es um Daniel Kapitel 9. Ja? Daniel schlägt die Bibel auf, das, was damals als Bibel vorhanden war. Ja? Und er liest den Propheten Jeremia. Und er liest in Jeremia Kapitel 25. Und da steht davon, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll. Ja? Nebukadnezar kam, 605 vor Christus. Erste Belagerung, 586 vor Christus. Zweite Belagerung, Tempelzerstörung. Und Nebukadnezar hat das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und ungefähr 70 Jahre später liest der Daniel im Buch Jeremia und achtet auf die Zahl der Jahre und sagt, die 70 Jahre, die sind ja bald vorbei, dann kommen wir bald wieder nach Hause. Ja? Und dann liest er aber in Jeremia auch, dass Gott sagt, dass Israel Buße tun soll und umkehren soll, weil Gott sie sonst nicht nach Hause bringen wird. Und dann tut Daniel ein ergreifendes, langes Bußgebet über dieses ganze Kapitel 9 und tut Buße für das Volk Israel vor Gott. Und dann schickt Gott ihm einen Engel. Und der Engel sagt zu ihm, die 70 Jahre, die Israel wüst gelegen hat, sind nur ein Bild für die Verwüstung, die in der Endzeit kommen wird. Und dann sagt er dem Daniel, 70 Jahre sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Ja, und dann wird die ewige Vollendung und Rechtfertigung kommen. Und dann schreibt er in Daniel, ich lese euch die Verse vielleicht kurz, obwohl die kommen auch gleich auf der Folie. Diese 70 Jahrwoche unterteilt der Engel. Ja? Und er sagt, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Fürsten, den Gesalbten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ja, und dann wird Jerusalem wieder aufgebaut werden, wiewohl in kummervoller Zeit. Das sagt der Engel zu dem Daniel. Und da geht es 2 Verse weiter. Und dann sagt er, dass in der letzten Zeit ein Fürst kommen wird, der wird einen Bund machen mit den vielen eine Woche lang. Ja? Der wird das Opfer und Speisopfer abtun und der wird einen Gräuel der Verwüstung aufrichten und bis zum Ende wird es wüst bleiben, weil fest beschlossene Verwüstung kommt. Das ist die Botschaft von dem Engel an den Daniel. Und er sagt zum Daniel, achte darauf und hör gut zu, was ich dir sage. Hör gut zu, was ich dir sage. Ja, der Engel hat diese Jahrwochen unterteilt in 7 Jahrwochen vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis auf den Fürsten, den Gesalbten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann nachher sagt er nochmal, dass ein Fürst kommt, der einen Bund machen wird, eine Woche lang. Ja? 7 und 62 macht 69 und eine macht 70 Jahrwochen. Alle diese Jahrwochen gelten für Jerusalem und Israel.
Ja? Diese Zeit hier zwischen, das ist die Zeit der Gemeinde. Ja? Die 70. Jahrwoche fehlt noch. Manche Christen, meistens Adventisten oder so, die sagen, diese 70. Jahrwoche, die hat sich hier dran direkt angeschlossen, aber das ist ein bisschen kompliziert, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist das, was ihr hört, wenn heute über dieses Thema der 70 Jahrwochen gesprochen wird. Überall. Gassmann, Libby, im Internet, wo ihr guckt. Also 99%, das ist das Modell. Ja? Ich zeige euch heute was, ich nehme jetzt die Pointe vorweg, ja, das ist dramaturgisch schlecht, aber didaktisch gut, habe ich mir sagen lassen, da wisst ihr, wo ich mit euch hin will, ja, dafür gibt es keine Überraschung am Schluss, ja. Das möchte ich euch zeigen, ich teile die anders auf, ja, ich fange bei Jeremia 25 an, zeige ich euch gleich, warum, ich fange im Jahr 605 an, rechne 7 Jahrwochen bis auf Kyros. Und ich rechne nochmal von 605, 62 Jahrwochen bis auf Antiochus und dann kommt die letzte 70. Jahrwoche. Warum ich das mache, zeige ich euch gleich. Ja? Das ist das Modell, was alle kennen. Daniel hat in Daniel 9, Vers 25 geschrieben, oder der Engel sagt, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann sagt man, der Messias ist Christus, das muss hier im Jahr 32 nach Christus sein. Ja? Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das ist das, was der Engel sagt. Und so rechnet man es. Und dann, das waren praktisch jetzt diese ersten, die 7 Wochen und die 62 Wochen, ja, die sieht man hier im Text, möchte ich euch gerne zeigen, dass das auch in der Bibel steht, ja, bis auf den Messias sind 7 Wochen und 62, die addiert man dann zu 69 Jahrwochen, zu 483 Jahren, bis zum Messias, bis zum Gesalbten, ja, bis zu Christus. Und dann steht in 2 Verse weiter in Daniel 9, Vers 27, der Vers eben war Vers 25, das Vers 27, er, dieser kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und da ist die letzte 70. Jahrwoche. Ja? 7 und 62 und 1 macht 70. Eine Woche ist 7 Jahre, oder? Genau, ja. Also eigentlich steht in der Bibel nur 7 Siebener, aber dieses hebräische Wort für Siebener wird auch für Woche verwendet. Also bei der Schöpfungsgeschichte schon. Und dann sagt man, das sind keine Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Ja? Gibt es auch in Hesekiel noch Stellen, wo man das dann erklärt, führt ein bisschen weit, aber ist eine gute Frage. Das sind keine Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Ja, 7 Jahrwochen, 7 mal 7 Jahre macht 49 Jahre. Bitte? Ja? Ja? Okay, genau. 62 mal 7, schon schwieriger, habe ich extra hingeschrieben hier. Ja. 7 mal 62, 434 Jahre. Eine Jahrwoche, 7 Jahre. Ja? Bei dem Modell, was alle heute benutzen, fangen alle bei Artaxerxes an, weil es gab drei Könige, die ein Edikt gegeben haben, entweder Jerusalem oder den Tempel aufzubauen, Kyros, Darius und Artaxerxes. Ich zeige euch die auch gleich. In dem Modell fängt man bei Artaxerxes an, im Jahr 445 vor Christus. Dann rechnet man 49 Jahre bis hierher und sagt, hier zu dem, an dem Zeitpunkt ist Jerusalem wieder erbaut worden. Und dann rechnet man die anderen 62 Jahrwochen, die hängt man da direkt dran, zu 69 Jahrwochen, obwohl der Engel ja 3 Teile gemacht hat daraus, nicht 2, sondern macht 3 Teile. Unterteilt in 7, 62 und 1, habe ich euch ja gezeigt eben, ja. Aber man hängt die alle aneinander und rechnet bis 32 nach Christus. Genau, und in der letzten Zeit, in der Endzeit, in der letzten 70. Jahrwoche, kommt der Antichrist und am Ende der 70. Jahrwoche stirbt er. Das heißt, man addiert also diese ersten Jahrwochen hier, die 7 und die 62 zu 69 Jahrwochen, 483 Jahre. 70 mal 7 macht 490 Jahre, 69 mal 7 macht 483 Jahre. Ja? Wer rechnen kann, der ist klar im Vorteil hier. Das ist das Modell. Das Problem ist nur, wenn man rechnet von Artaxerxes aus, 483 Jahre, kommt man nicht ins Jahr 32. Man kommt dummerweise ins Jahr 38. Ja? Wenn man nämlich rechnet 445 Jahre
von Artaxerxes und zieht die 483 Jahre ab, kommt man ins Jahr 38. Ich habe es nochmal anders aufgeschrieben, könnt ihr besser rechnen. 3 minus 5, also 13 minus 5 macht 8. Eins im Sinn, 8 minus 5 macht 3, 38 nach Christus. Ist das richtig oder? Ja, ist richtig, oder? Kann man rechnen. Das passt nicht. Ja? Um das passend zu machen, hat man einen Trick. Man benutzt einen Trick dafür, und zwar einen Rechentrick. Der geht so. Also 38 nach Christus ist eigentlich dann die Frist, wo das aufhört. Und man will ja ins Jahr 32, weil 38 nach Christus ist eindeutig, dass Christus da nicht gestorben ist. Ja? Das ist der Text. 7 Wochen und 62 Wochen und eine Woche. Insgesamt 70. Er macht 3 Teile daraus. Ja? Okay, jetzt kommen wir hier ins Jahr 38. Aber wir müssen ins Jahr 32 vor. Also rechnet man das um. Jetzt habe ich euch hier so eine Zeitachse aufgemalt und wir fangen hier mit unserer Rechnung an, 49 Jahre und 434 Jahre, ja, die werden zusammengezählt, beginnen bei Artaxerxes und sollen enden im Jahr 32 nach Christus. Das heißt, wir müssten diese Zeitspanne verkürzen. Ich sage dir so ganz offen, dass ihr wisst, ich halte da nichts von. Ich will euch das nur zeigen, ja, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, wo die Schwächen sind. Das sagt euch nämlich kein Gottschalk Libi und auch kein Lothar Gassmann und die Prediger sagen euch das nicht. Ja? Um das hinzurechnen, muss man die Zeit verkürzen. Und das macht man wie folgt. Man sagt Folgendes, ein Jahr bei uns hat 365 Tage mit Schalltagen. Ja, 365, ein Viertel Tage. Aber in der Bibel, im Neuen Testament, speziell in der Offenbarung, hat ein Jahr oder 3,5 Jahre, haben 1260 Tage. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Jahr, ein prophetisches Jahr, nennen die Pastoren das, 360 Tage nur hat. Und diese 365 Tage und die 360 Tage, die rechnet man jetzt um. Man sagt, die 365 Tage sind Sonnenjahre, solare Jahre und diese 360 Tage sind Mondjahre, lunare Jahre. Ja? Also rechnet man 69 Jahrwochen mal 7 Jahre, macht 483 Jahre, die ganze Länge, 483 Jahre haben wir. Die 483 Jahre rechnet man mal 360 Tage, weil jedes prophetische Jahr 360 Tage hat, kommt auf 173.880 Tage. Und die 173.880 Tage teilt man dann wieder durch Sonnentagsjahre, 365 Tage. Und dann kommt man auf 476,38 Jahre. Und das trägt man dann hier ab. Ja? Das sind 476 und ein bisschen. Und dann kommt man ins Jahr 32. Also man kommt ins Frühjahr 32. Und man ist so froh darüber, dass man alles andere vergisst. Ja? Man hat es hingerechnet. Und davon geht man jetzt aus und alles andere, was der Engel sagt, bleibt da hinten. Ja? Denkt niemand mehr drüber nach. Ja? Da gab es doch auch diesen Fehler des Jahres Null, wo man gesagt hat, ja. Null ist eigentlich nicht die Geburt Christi, sondern im Jahre 4. Ja, es gibt also ganz unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt das Jahr 4, es gibt das Jahr 1 vor Christus, es gibt das Jahr 7 nach. Ja, also ganz unterschiedlich. Also warum soll man da Tage rechnen, wenn da Null dann nicht einmal klar ist? Ganz einverstanden. Ganz, ganz einverstanden. Und die Frage ist ja, wollte das der Engel? Ja, ich zeige euch noch ein paar Sachen gleich, die sehr fraglich sind dabei. Das ist die Rechnung. Habe ich euch dann mal ein bisschen größer aufgeschrieben. Also man rechnet statt 483 Jahre, kommt man auf 476 Jahre. Ja, das Unterschied 7 Jahre, knapp 7 Jahre. Klar, ungefähr eine Jahrwoche geht dabei verloren. Ja? Und dann kommt man von 38, 6,5 Jahre nach vorne, kommt man ins Jahr 32, Mai irgendwo. Und alle sind ganz froh und sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Ja? Der Engel hatte aber gesagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und der hat die unterteilt in 7 Wochen und 62 Wochen und dann nochmal eine letzte siebte Woche. Viele Pastoren sagen, ja, der Engel hat hier gesagt, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Und nach 7 Wochen, da kommt dann der Zeitpunkt, wo Jerusalem wieder gebaut ist. Gibt es Clips, wo ihr das sehen könnt, dass alle sagen, nach 49 Jahren soll Jerusalem wieder gebaut sein. Sagt der Engel aber nicht.
Wenn man genau hinhört, sagt das nicht. Und der Engel hatte dem Daniel gesagt, nun merke auf, hör genau zu, was ich dir sage. Der Engel sagt was anderes. Der Engel sagt, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden. Das ist der Startpunkt, nicht der Endpunkt der ersten sieben Jahre. Der Startpunkt ist der Befehl, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Und von da rechnet man bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, 7 Wochen, 49 Jahre. Das heißt, nach den ersten 49 Jahren wird nicht Jerusalem wieder gebaut, sondern ein Gesalbter kommt. Hört ihr den Unterschied? Der Startpunkt ist nur von dem Zeitpunkt an, von dem Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis zu dem Gesalbten sind 7 Jahrwochen. Ja? Die Pastoren sagen aber alle, nach 49 Jahren ist Jerusalem wieder gebaut. Nein, nach 49 Jahren soll ein Gesalbter kommen. Ja? Der Anfang dieser Zählreihe, da steht gar nichts davon, dass Jerusalem gebaut wird. Da steht nur, dass das angekündigt wird von Gott, dass dieses Wort ausgeht. Und da steht, dass ein Gesalbter kommt. Das sagt der Engel. Das wäre auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen ja direkt miteinander zusammen. Die hängen zusammen, natürlich. Also ist ja, und also die eine Woche auch davon noch, ausgehen, ja? Dass die eine Woche da auch dran ist. Genau, 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen. Und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind. Natürlich. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. Die ersten 7 Wochen, das sind also 49 Jahre vom Erlass des Artaxerxes, das ist dann etwa der Zeitraum von 445 bis 396 vor Christus. Und in dieser Zeit wurde tatsächlich die Stadt Jerusalem, wurden die Straßen und die Plätze wieder befestigt, so wie es auch hier steht bei Daniel 9, Vers 25, da steht ja, Straßen und Gräben werden wieder gebaut. Und als Nehemia 2, im Jahr 445 vor Christus zurückkehrte nach Jerusalem, da war die Stadt immer noch nicht aufgebaut. Also fast 100 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Damit die Juden schon damals wissen konnten, Achtung, nicht rechnen von Kyros an. Denn da hätten ja innerhalb von 7 Jahrwochen hätte Jerusalem wieder aufgebaut werden sollen. Aber das war ja nicht der Fall. 49 Jahre nach dem Erlass von Kyros stand nichts, nur der Tempel und ein paar Häuser. Aber mit Nehemia wurde alles anders. Die Mauern wurden in kürzester Zeit aufgebaut und danach die Stadt. Und so wurde die Stadt wieder vollkommen aufgebaut. Nach 49 Jahren war es eine perfekte Stadt. Da wusste man, hier müssen wir rechnen. Hört ihr das? Alle sagen das. Alle sagen, dass nach 49 Jahren Jerusalem wieder aufgebaut wäre. Aber das sagt der Engel nicht. Ja? Der Engel sagt, dass der Startpunkt ist, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ja? Und das hat mich total erstaunt. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich habe ganz viele Leute gefunden und, sorry, ich sage euch das offen unter uns, ja, auch der Roger Liebe, auch Lothar Gassmann machen das auch, sagen das auch, weil das gängige Lehre ist. Und die rechnen das alles so um. Das heißt also, die fangen hier praktisch an mit den 7 Jahrwochen und rechnen von Artaxerxes aus, 49 Jahre, und sagen im Jahr 396 vor Christus, denn 445, 49 Jahre weiter, kommen wir ins Jahr 396 vor Christus, da wäre Jerusalem gebaut worden. Aber die Jerusalemer Mauern, die sind von Nehemia gebaut worden 445 bis 443 vor Christus. Warum? Weil Artaxerxes doch hier den Befehl gegeben hat. Dann ist Nehemia losgegangen und hat die Mauern aufgebaut in Jerusalem. Also Jerusalem war hier natürlich schon lange gebaut, aber hier auch und hier vorne sogar schon, ja? Und hier sowieso. Das ist kein Fixpunkt. Außerdem sagt der Engel das nicht. Ja?
Und dann ist ja auch die Frage, darf man die letzten Jahrwochen, die hier noch fehlen, das müssten ja 62 Jahrwochen sein, darf man die auf 61,05 Jahrwochen reduzieren? Hat der Engel das gemeint? Das passt ja auch nicht. Man macht das aber, um in dieses Jahr 32 nach Christus zu kommen. Das ist ein vordefiniertes Ergebnis, was man haben will. Und da zwängt man das rein. Denn die Frage ist ja auch, Kyros hat doch auch einen Befehl gegeben, und zwar als erster. Darius hat auch einen Befehl gegeben. Und natürlich auch Artaxerxes. Aber Gott hat auch einen Befehl gegeben. Und den schauen wir uns gleich an. Ja? Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, Startpunkt, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, Zielpunkt, sind 7 Wochen. Und dann nochmal 62 Wochen. Ja? Also müsste ja eigentlich hier ein Fürst kommen. Da müsste ein Gesalbter kommen hier. Das sagt der Engel. Da kommt aber keiner. Zweite Frage, warum rechnen denn überhaupt alle von Artaxerxes? Warum rechnet man nicht von Kyros? Könnte man doch auch. Es gibt keinen Grund, warum man von Artaxerxes rechnet, außer den, dass man mit der Rechnerei ins Jahr 32 nach Christus kommt. Das ist der einzige Grund. Warum? Weil das ein vordefiniertes Ergebnis ist, was man haben will. Und dem unterordnet man alles andere aus dem Text. Der einzige Grund, warum man Artaxerxes nimmt, ist, weil von dem aus diese meiner Meinung nach etwas seltsame Rechnung mit den 69 Jahren irgendwo hier auskommt. Sonst würde man den auch nicht nehmen. Ja? Aber hier muss ein Gesalbter kommen, sagt der Engel, und da kommt keiner. Kyros ist der Erste. Eigentlich müssen wir einen Kyros nehmen. Ja? Machen wir jetzt auch. Also die drei Erlasse haben wir. Kyros 559 vor Christus. Darius der Meder 537 vor Christus, Artaxerxes 445 vor Christus. Manche sagen 444 vor Christus. Die Zählweise der Regierungsjahre sind unterschiedlich, weil die Juden das Jahr nehmen, in dem Krönung war, und in den übrigen Völkern, zum Beispiel in Babylon, nimmt man erst das erste volle Regierungsjahr und zählt das erst. Deswegen gibt es da schon mal ein Jahr Sprung hin und her. Ja? Deswegen sagt man, Jerusalem wurde zerstört 567/568 vor Christus. Ja? Dürft ihr euch da nicht durcheinander machen lassen. Ist immer nur ein Jahr, wo die Sachen differieren. Also die drei Erlasse haben wir, und die gucken wir uns mal an. Rechnen wir mal von Kyros aus. Und dann rechnen wir von Darius, und dann rechnen wir nochmal von Artaxerxes. Also vom Kyros aus rechnen wir 49 Jahre, da kommen wir ins Jahr 510 vor Christus. Da ist nichts passiert, da ist auch kein Gesalbter gekommen. 510 vor Christus kam kein Gesalbter, nirgendwo. Und 76 vor Christus ist Jesus nicht gestorben. Passt nicht. Von Darius aus, 537, kommen wir ins Jahr 488 vor Christus, kam auch kein Gesalbter. Passt auch nicht. Und Christus ist auch nicht 54 vor Christus gestorben, passt nicht. Und der letzte ist der Artaxerxes, den habe ich euch schon gezeigt. Da kommt man ins Jahr 396 vor Christus, da kam auch kein Gesalbter. Naja gut, da sagt man ja da wurde Jerusalem gebaut. Das ist aber auch falsch, weil Jerusalem schon 445 schon gebaut wurde. Ja? Unter Nehemia, die Mauer. Der Tempel wurde ja noch früher gebaut. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, so ketzerisch, wie sich das anhört, dass man da nicht richtig zuhört, sondern man ein vordefiniertes Ergebnis hat und sogar die Übersetzungen der Bibel nehmen zum Teil darauf Bezug und übersetzen so, weil die Verse sehr dunkel sind. Das Hebräische ist keine so eine exakte Hochsprache wie das Deutsche. Das Deutsche ist hochexakt als Sprache. Das ist die Sprache der Dichter und Denker, das vergessen wir oft. Der Hebräische ist oftmals sehr knapp, sehr kurz, nur einige Substantive hintereinander gestellt, ohne Füllwörter, ohne die Färbung, die der Deutsche hat, ja, die man mit im Deutschen ausdrücken kann. Das Hebräische ist eine sehr erdige Sprache, sehr, sehr knapp. Und deswegen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, dazu übersetzen. Und deswegen, weil man dieses Ergebnis hier haben will, deswegen versucht man, die Texte auch so dann zu übertragen. Da steht zum Beispiel dann im Text, es sind 67 Jahre, bis der Messias kommt, der Fürst, der Messias. Aber Messias heißt der Gesalbte. Da steht eigentlich auch nur ein Gesalbter, bis ein Gesalbter kommt, ein Fürst, kein bestimmter Artikel, nicht der Messias mit Großbuchstaben, mit großem M, sondern da steht nur, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 67 Wochen. Ist aber beim Hebräischen offen
Und dieses Wort, was dort steht für Messias, steht an vielen, vielen anderen Stellen für David zum Beispiel, der gesalbt wird. Ja? Okay, also bei Artaxerxes passt es hier auch nicht. Hier kommt kein Gesalbter. Da sagt man dann, da wäre Jerusalem gebaut worden, habt ihr eben gehört. Ja? Ist aber nicht richtig. Ja? Jerusalem wurde hier schon hergestellt, und zwar mit Mauer. Und das passt auch nicht und deswegen rechnet man das um. Warum rechnen alle von Artaxerxes aus? Weil nur so die Rechnung scheinbar passt. Und eigentlich müsste von Kyros wäre zumindest der Erste. Kyros ist auch ein Gesalbter. Steht es in der Bibel? In Jesaja 45 steht es. Zeige ich euch gleich. Jetzt wählen wir einen anderen Zeitpunkt. Welchen Zeitpunkt nehmen wir denn? Wir nehmen den Zeitpunkt vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Wo steht das denn? Das steht da, wo Daniel gelesen hat. Wo hat denn Daniel gelesen? In Jeremia 25. Wann wurde Jeremia 25 geschrieben? Im Jahr 605 vor Christus. Woher weiß man das? Weil in dem Kapitel drei Zeitangaben gemacht werden. Von einem heidnischen König, einem jüdischen König und von einem Propheten. Und deren Dienstjahre. Und alle drei weisen aufs Jahr 605, so als ob Gott gesagt hätte, das Jahr ist mir wichtig. Ja? Jetzt wählen wir dieses Jahr 605. Warum? Weil dort im Jahr, weil dieses Jahr das Jahr ist, in dem Jeremia 25 geschrieben wurde. Daniel schreibt, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König ward, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel, das war das Jahr 539, merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, die 70 Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia. Das heißt, Daniel hat im Jeremia-Buch gelesen, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Der, der so viele Visionen hatte und Schauen und Träume und große Dinge gesehen hat, ja, wo der Herr ihn, der liest die Bibel. Das ist was für uns. Wir müssen auch die Bibel lesen. Ja? Und der weist immer wieder aufs Wort hin. Also Daniel hat im Propheten Jeremia gelesen und dieses Kapitel, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte, das schauen wir uns mal an. Das ist das Jeremia 25 Kapitel. Und jetzt müssen wir mal genau lesen. Dies ist das Wort Dabar, das Wort, der Befehl, ja, welches zu Jeremia geschah, von wem denn? Von Gott. Über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel. Wann begann die Regentschaft vom König Nebukadnezar? 605 vor Christus. Ich zeige euch auch gleich noch, wann der Josia dann gepredigt hat und was Jeremia schreibt über seinen eigenen Dienst. Daniel hat gesagt, Vers 25, hat das Wort empfangen, so wisse nun und merke von der Zeit an, da ausgeht das Wort, dieses Wort. Wann denn? 605 vor Christus. Wer hat den Befehl gegeben, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte? Gott. Gott hat den Befehl gegeben. Ich nehme also in meiner Rechnung keinen heidnischen König, keinen Kyros, keinen Darius und auch keinen Artaxerxes, sondern ich nehme Gottes Befehl. Denn vier haben den Aufbau Jerusalems wieder vorhergesagt, beziehungsweise befohlen, wenn man so sagen will. Ja? Die drei heidnischen Könige, der Kyros und der Darius und der Artaxerxes, aber Gott auch. Wann denn? In dem Kapitel, Jeremia 25. Wann wurde das geschrieben? Im ersten Jahr des Königs Nebukadnezar. Und der Engel sagt, merke darauf, von der Zeit an, als dieses Wort ausgeht, dieses Wort, wann? Im Jahr 605. Das Jerusalem sollte wieder gebaut werden, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, oder bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen und so weiter. Ja? Das heißt also, dieses Wort, das ausgeht hier, wovon der Engel spricht zum Daniel, da nimmt er Bezug auf Daniel 25, das ist das Wort. Nur als kleine Randbemerkung, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, in Jeremia 29 steht auch nochmal davon, dass Jerusalem zurückgeführt werden soll. Und die jüdischen Ausleger, die Rabbiner, die nehmen beides, Jeremia 25 und Jeremia 29. In Jeremia 29 hat aber Jeremia nur einen Brief geschrieben an die im Exil und hat das erklärt, was er in Jeremia 25, 19 Jahre vorher, von Gott empfangen hat. In Jeremia 29 geschieht kein Wort zu Jeremia.
In Jeremia 29 erklärt Jeremia das Wort, was er vier Kapitel vorher von Gott empfangen hat. Denn dieses Wort geschah zu Jeremia vom Herrn. Ja? Vielleicht nur als kleine Rand, dass ihr euch da nicht durcheinander machen lasst. Ja? Okay, also Jeremia 25. Jetzt lesen wir das mal kurz, die ersten Verse. Und dann sehen wir genau, wann das Kapitel geschrieben wurde. Dass wir eine feste Basis haben, wir brauchen ein festes Fundament, wo wir rechnen von. Sonst geht es alles schief. Wenn man hochbauen will, muss man dicke Fundamente haben. Ja? Also, dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk von Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Jojakim hat geherrscht von 609 bis 598, sein viertes Jahr war 605 vor Christus. Das Jahr ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Nebukadnezar hat geherrscht von 605 bis 562, 605. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und allen Bürgern Jerusalems vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag, und ich habe nun zu euch 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Ja? Josia hat regiert von 640 bis 609 vor Christus, sein 13. Jahr war 628, abzüglich der 23 Jahre, ja, denn die addiert ja hier der Jeremia nochmal dazu, kommen wir wieder auf 605. Also ich finde, es ist schon bedenklich. Als ob Gott will, dass wir die 605 hier wissen. Warum? Weil der Engel zum Daniel kommt und sagt, hör genau zu, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, bis auf einen Gesalbten sind 7 Jahre. Ja? Jetzt nehmen wir mal dieses Jahr 605, nur mal so als Experiment, mal gucken, was passiert. Also wir fangen in 605 an und rechnen 49 Jahre. Und jetzt muss ein Gesalbter kommen. Das ist wichtig, hat der Engel das gesagt, weil der Engel das gesagt hat. Wer kommt? Kyros. Kyros kommt eigentlich im Jahr 556 vor Christus. Ja? Da ist man, mit dieser Jahreszahl ist man nicht sicher, aber das ist eigentlich eine Art Regierungsantritt. Bis dahin war Kyros ein Fürst, noch kein König von Babel. Der Kyros ist zwischen dem Jahr 559 und 555 wohl zum König gekrönt worden. Das genaue Jahr weiß man nicht genau. Das heißt also, dass diese Jahreszahl hier ungefähr, also 3 Jahre ungenau sein könnte, ja? Diese Zahl hier oben. Weil wenn man von da wieder zurückrechnet, 49 Jahre, kommt man hier ins Jahr 608, ja? Es könnte aber auch sein, dass die Zahl ungenau ist, und da gehe ich eher von aus, weil ich der Bibel mehr glaube als den Historikern. Und die Historiker geben zu, dass Kyros im Jahr 559 ein Unterfürst von Astyages war. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Ja? Der wurde später König, und zwar spätestens im Jahr 555. Das heißt, im Jahr 556 vor Christus war er was? Noch ein Fürst. Was sagt der Engel? Vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten. Also ein Fürst war er auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch. War er auch ein Gesalbter? Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Erstaunlich, oder? Ja, aber ein Gesalbter ist doch ein Messias. Nein, nicht immer. Und wenn man die Bibel liest, dann war, wir sind so geprägt von dem Titel Christus, Jesus Christus, der Messias war. Christus ist das Griechische für Gesalbter. Maschiach ist das Hebräische für Gesalbter. David war auch ein Gesalbter. Salomo war ein Gesalbter. Alle israelischen Könige waren Gesalbte. Ja? Und auch Kyros war ein Gesalbter. Das Wort Gesalbter heißt eigentlich einer, der ins Amt gesetzt worden ist, eingeweiht wurde. Ja? Und deswegen sagt die Bibel das auch von Kyros. Übrigens auch in Jesaja 44, letzter Vers, spricht Gott auch nochmal von Kyros als seinem Gesalbten. Ja? Warum ist das denn sein Gesalbter? Weil der dem Kyros aufgetragen hat, du wirst die Türen öffnen, dass Israel wieder zurück ins Land kommt, wenn die 70 Jahre vorbei sind. Deswegen hat Gott den zum König gemacht. Und er sagt es 250 Jahre vorher. In Jesaja. Jesaja ist 800 vor Christus geschrieben worden
Und die Einsetzung von Kyros war 555, ja? 559. Das heißt, wenn wir von 605 ausrechnen, ha, dann passt es, dann kommen wir auf einen Fürsten, der später König wurde und der Gesalbter ist. Das ist schon mal interessant. Ja? Jetzt gehen wir weiter. Wenn wir von Kyros jetzt weiterrechnen, dann müssten wir jetzt die 62 Jahrwochen da ja noch dranhängen. Ja? Und dann kämen wir hier irgendwo aus. Aber da kommen wir ins Jahr 122 vor Christus. Da war nichts. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die auch dran, hinten dran. Wir haben das eigentlich nur zurück verschoben. Wir haben von Artaxerxes gerechnet, haben das aber vorgeschoben bis zum Kyros. Ja? Und wir sehen, der erste Zeitpunkt, der stimmt schon mal. Aber unser zweiter Zeitpunkt stimmt nicht. Ja? Wir kommen hier ins Jahr 122 vor Christus. Da ist weder Christus gestorben, noch sonst irgendwas passiert. Das wäre die Rechnung, ja? Wir machen 7 und 62, addieren wir zu 69 Jahrwochen. Hat der Engel von 69 Jahrwochen gesprochen? An keiner Stelle. Wovon spricht er denn? Von 7 und von 62 und von einer. Der macht drei Teile daraus. Die Ausleger, die er hört, machen daraus aber einen Teil und noch einen, also zwei. Weil die beiden fassen sie zusammen, 7 und 62, da machen sie 69 und die 70. Jahrwoche. Sie machen aus drei Teilen zwei. Wir machen was anderes. Wir versuchen das nun mal. Genau, ja? Wir machen mal einen Test. Also das passt irgendwie noch nicht. Wir nehmen mal die 62 Jahrwochen und fangen mit denen auch bei 605 an. Ja? Also wir rechnen so. Und da hinten ist dann die letzte 70. Jahrwoche, dann haben wir drei Teile. So hat der Engel ja auch gesagt. Mal gucken, was passiert. Wenn wir so rechnen, kommen wir ins Jahr 171 vor Christus. Weiß jemand, was da war? Ist schwierig, oder? Da kam jemand ganz Bekanntes. Als ich das gesehen habe, hat mich das umgehauen. Der Typus für den Antichrist. Antiochus Epiphanes in Daniel 9. In Daniel 11 kommt auch Antiochus Epiphanes. In Daniel 7 und 8 steht auch schon mal vom Antiochus Epiphanes, wenn man vom kleinen Horn. Daniel 7 kleines Horn, Daniel 8 ein kleines Horn, Daniel 9 ein Gesalbter, Daniel 10 und 11 Antiochus Epiphanes. Das gibt eine Linie. Das passt sich ein. Das ist nicht eine Inselerkenntnis. Das passt. Diese ganzen Kapitel nehmen in Kapitel 7 Anlauf und gehen durch bis Kapitel 11, bis Kapitel 12. Und von Kapitel 1 und 2 kennt ihr ja Standbild, ja? Griechische Linie, Antiochus Epiphanes Linie, keine römische Linie. Das heißt, der ganze Daniel wird plötzlich eine homogene Linie, immer dieselbe Geschichte. Das hat mich also schon gemoved, sagt der Engländer, ja? Vielleicht, oh, aber kann man denn vom Antiochus Epiphanes sagen, dass der auch ein Gesalbter war? Ja, so erstaunlich wie das klingt. Weil der Gesalbte ist ein Titel für einen König, selbst für einen heidnischen König. So erstaunlich wie das ist, da gibt es auch nochmal weitere Gründe für. Ich will da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, weil die Rechnung soll mal ein bisschen im Vordergrund stehen. Aber wenn ihr gleich noch Fragen habt dazu, vielleicht merkt euch das kurz, dann kann man darüber nochmal kurz sprechen. Ein Fürst wäre auf jeden Fall. Denn das Königreich war ihm nicht zugedacht. Sein Neffe war König. Er kam aus römischer Gefangenschaft zurück und war Vormund für seinen Neffen. Hat das Reich an sich gerissen und hat seinen Neffen getötet. Und hat sich dann zum König gemacht und hat dann gegen Ägypten gekämpft. Als König des Nordens kämpft er gegen den König des Südens, Daniel 11. Antiochus Epiphanes war kein König, sondern ein Fürst. Was sagt der Engel noch? Vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, bis auf den Fürsten. Ein Fürst. Also war Kyros zu dem Zeitpunkt noch ein Fürst, der wurde nämlich später erst König. Und auch Antiochus war noch ein Fürst, denn der hat sich später erst zum König gemacht und das Reich an sich gerissen. Also das ist für mich jetzt natürlich eine interessante Sache. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Problem bei der ganzen Berechnung. Aber das ist das, was der Engel sagt. So wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jeremia 25, das Wort geschah zu Jeremia im Jahr 605, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen, von 605 aus,
Bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Eigentlich müssten wir lesen, und das darf man, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten, sind einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Und dann kommen 2 Fürsten, 2 Könige, 2 Gesalbte. Wer denn? Kyros und Antiochos Epiphanes. Warum denn? Weil diese beiden politischen Kräfte in der Endzeit wiederkommen, ein Perser und ein Antichrist, ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes, die werden gegeneinander kämpfen und die werden das ganze Land verwüsten, den ganzen Nahen Osten verwüsten. Kann man das nachvollziehen ein bisschen? Ist ein bisschen kompliziert, ja? Und man muss sich ein bisschen da reindenken. Aber das ist, ich finde das ganz, ganz interessant. Also dann könnte man sagen, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten sind einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Und dann kriegen wir 2 sehr prominente Gesalbte, die zu dem Zeitpunkt, als die, ja, wir rechnen auch keine Tage um, wir machen keine Hasentricks hier, ja, Hase aus dem Hut und wieder rein, ja, und, ja, sondern wir lassen das, wie der Engel das sagt. Und wir nehmen kein Gebot eines Artaxerxes oder Kyros oder Darius, sondern wir nehmen das Gebot Gottes. Das gefällt mir sehr gut, ja, dass wir Gottes Befehl nehmen, der im Jahr 605 3-mal bezeugt ist in Jeremia 25. Und von dem Gotteswort aus rechnen wir und kommen bei beiden Rechnungen zu 2 Gesalbten, die auch noch in der Endzeit sich genau wiederholen. Denn in der Offenbarung, schauen wir uns gleich an, ist ja auch die Rede noch von Königen vom Osten, vom Euphrat, da wo heute Iran, Irak liegt. Die werden herankommen mit einem riesigen Heer und sich wohllagern in Hamageddon. Und wer zieht von Süden ran nach Hamageddon? Naja, der endzeitliche Antiochos Epiphanes. Denn dem wird gelingen, was dem Antiken nicht gelang. Und die werden durch die Länder hin und her, wie die Pferde, die du beschrieben hast eben, ja, die ziehen, die Kriegswagen, die ziehen hin und her durch den Nahen Osten, durch Israel. Und der Engel sagt, es wird Verwüstung sein. Und es wird sogar einen Gräuel der Verwüstung geben. Und Verwüstung wird sein bis zum Ende. Denn fest beschlossene Verwüstung wird kommen. Der Engel sagt dem Daniel eigentlich, du Daniel, du hast zwar in Jeremia 25 gelesen, hast gelesen, dass nach 70 Jahren das Volk wieder zurückkommt, aber in Jeremia steht von einer weltweiten Verwüstung. Und wenn ihr das lest, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Weil Gott zu Jeremia sagt, dass er den Völkern einen Becher des Zorns einschenken soll. Und er fängt in Jerusalem an und in Juda und in Israel und dann geht er zu allen Völkern und er zählt die Völker alle auf. In einer langen, langen, langen Liste. Und er sagt zu Jeremia, wenn die Völker sagen, wir wollen nicht trinken, dann sagt zu ihnen, jetzt trinkt ihr, jetzt ist Verwüstungszeit, die wird kommen. Und die Verwüstung wird sein bis zum Ende, denn sie ist fest beschlossen. Das sagt der Engel dem Daniel. Und er sagt, die 70 Jahre, die du hinter dir hast, die du als Verwüstung empfunden hast, war noch keine Verwüstung, sondern diese 70 Jahre sind ein Bild für 70 Siebener, die bestimmt sind über dein Volk. Und das, was in Jeremia 25 steht, das wird sich in der Endzeit wiederholen. Mit wem? Mit einem endzeitlichen Kyros und einem endzeitlichen Antiochos Epiphanes, einem Gesalbten, einem Fürsten, 2 Stück. Und die beiden, die werden gegeneinander gehen, die werden Verwüstung machen. Das ist das, was der Engel sagt.